In der Gärtnerei gibt es heute viel zu tun. Die Auszubildenden prüfen die Erde und müssen darauf achten, dass sie bei keinem Pflänzchen zu trocken ist. Und auch gegenüber im Ausbildungsbereich Bau sind die beiden Jugendlichen konzentriert bei der Sache. Heute dreht sich alles um das Thema Rundbögen. Das Don Bosco Jugendwerk Sachsen ermöglicht jungen Menschen mit einem Handicap die Ausbildung in mehr als 40 verschiedenen Berufen. Wer nicht sofort mit der Ausbildung starten kann, bekommt in der Berufsvorbereitung und in der Berufsschule die Chance, seine Stärken und Interessen herauszufinden. Dabei werden die Jugendlichen unter anderem von den psychologischen, medizinischen und sozialpädagogischen Fachdiensten begleitet. Ganzheitlich im Sinne der Pädagogik Don Boscos. Wenn wir die Jugendlichen fragen, was verstehen sie unter der Pädagogik Don Boscos, dann sagen sie, ich wäre hier angenommen, ich bin hier herzlich willkommen und im Gegenzug vielleicht zu anderen Einrichtungen, hier haben die Mitarbeiter Zeit, nehmen sich Zeit für mich, für das, was ich mitbringe, für das, wie ich bin und ich darf hier auch so sein, ja, wie ich bin. Zeit füreinander haben und Gemeinschaft erleben. Mehr als 300 Jugendliche arbeiten in Burgstädt und am Standort Hartmannsdorf. 70% davon leben im Internat, das auf mehrere Häuser verteilt ist. Für sie ist immer ein Ansprechpartner da. Und wie schon früher bei Don Bosco wird auch die Freizeit zusammen verbracht. Zum Beispiel ganz klassisch beim Fußballspielen. Und auch wenn bei manchem Angebot die Resonanz nicht immer groß ist, fällt es nicht aus. Denn jeder, der da ist, zählt. Das sollen die Jugendlichen spüren, jetzt und auch später. Bei ihnen soll immer haften bleiben. Zuallererst eine gute Erinnerung daran, dass die Zeit hier für sie eine schöne Zeit war, eine produktive Zeit war. Vielleicht auch, dass sie Dinge gelernt haben, die sie vorher noch nicht kannten, wussten oder nicht wussten, dass das wichtige Dinge für ihr Leben sind. Erinnerung an uns, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an die Ausbilderinnen und Ausbilder, die Sozialpädagogen, Case Manager, dass sie einfach das Gefühl haben, hier auf Menschen gestoßen zu sein, die sie ernst genommen haben und die ernsthaft mit ihnen an ihrer Zukunft gearbeitet haben. Und wenn uns das gelingt, glaube ich, haben wir viel richtig gemacht. Für die Zukunft vorbereiten und fit fürs Leben machen. Darum geht es auch im Bereich der Jugendhilfe, die ambulant oder stationär in Wohngruppen in Burgstädt und Chemnitz angeboten wird. Hier werden auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut. Ob in der Jugendhilfe oder im Ausbildungsbereich, das Don Bosco Jugendwerk Sachsen soll für junge Menschen ein Ort sein, wo sie gefördert werden, wo sie unterstützt werden, wo sie auch wohnen können, wenn es am Heimatort diese Förderung so nicht geben kann. Und hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben, die diese Ausbildung auch unterstützen. Für uns Salesianer Don Boscos heißt es, vielleicht ein kleiner Baustein zu sein für eine glückliche Zukunft von jungen Menschen in Sachsen.